und Freundelines und Kumpels und Kumpelinesses. Lomon, ich war auf diesem Würfel da drauf. Ja, der ist größer wie ich, also höher wie ich. Da bin ich drauf gehopst. Ja, mit einem Hops bin ich da drauf gehopst. Und dann habe ich dann von hier oben viel mehr gesehen. Ja, weil ich jetzt dann größer war. Da konnte ich mir die Gegend da mal gut angucken. Ja, dann habe ich dann Sachen gesehen, die ich von da unten nicht gesehen hätte, tätet. So, und wie ich da oben war, habe ich mir überlegt, es muss auch wieder runter. Ne? Ja, mein Fräulinchen ist ja schon wieder ein Stückchen vorgegangen. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich pinze, die kommt retour und hebt mich runter. Und dann sagt sie, ach du armer kleiner Hund. Das will ich ja nicht. Ich bin groß und mutig und kann das ganz allein. Also bin ich auch da jetzt mit einem Satz runtergehopst. Und dann sieht man, wie sportlich ich bin für mein Alter. Ja, ich habe ja schon ein beachtliches Alter. So irgendwo zwischen 10, 11, 12 oder so. Irgendwo so wäre ich dann schon mal sitzen, ne? Ja, aber ihr müsst euch auch überlegen, wenn ihr irgendwo hochgeht, müsst ihr euch überlegen, dass ihr mit da runterkommt. Ja, mein Fräulinchen hat es mal geschafft, hat mein Herrscher erzählt, die war auf einen ganz hohen Turm gekrabbelt. Ja, und als sie dann fast oben war, dann hat sie nicht mehr getraut, runterzugehen. Ja, und jetzt bei mir ist das ja so, wenn ich nicht kann, ich pinze und dann kommt mein Fräulinchen und die holt mich auf den Arm und dann stellt sie mich wieder auf die Potte. Ja, aber wenn mein Fräulinchen irgendwo steht, wer holt denn die dann auf den Arm und rat sie wieder runter? Das geht doch gar nicht, die ist doch viel zu, sagen wir mal, viel zu groß, ne? Ja, das geht nicht, die muss sich das überlegen, wenn sie irgendwo hochkraxelt und dann muss sie überlegen, dass sie auch wieder runter muss. Ja, ne? Ja, erwartet man ja von jemandem, der schon so alt ist, ne? Ja, dass sie überlegen kann, jawohl, ja. Naja, gut, okay. Ich bin jedenfalls so wieder runtergehopst. Jawohl. Oh, ihr könnt das ja auch mal probieren. Da sieht man, dass das gar nicht so einfach ist. Ne? Ja. So, und jetzt gehe ich Richtung Heimat. Jawohl, ja. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mhm. Tschüss, euer Merlin.